Oh, guck mal. Ah. Ich ärgere kurz meine Mama. Oder Papa? So Leute, rein in die Shorts. Und das Game habe ich schon mal gesehen. Bei diesem Spiel macht Bewegung richtig Spaß. Das sieht so cool aus. Das gehört zu einem Spiel des Anbieters Activate Games und ermöglicht sportliche Aktivitäten auf eine komplett neue Art. Die verschiedenen Spiele des Anbieters laufen mit LEDs und Druckplatten und bieten so ein einzigartiges Erlebnis. Junge, Druckplatte. Einfach Minecraft. Man kann mit mehreren Freunden antreten. Und das hat Minecraft auch nicht erfunden. Ja, sorry, ich bin noch müde. In verschiedenen Schwierigkeitsgraden gegeneinander spielen. Das sieht doch geil aus, Mann. Eine gute Kombination aus Schnelligkeit, Koordination und Taktik gefragt. Aktuell gibt es fast 20 Standorte, die solche Räume anbieten. Leider befinden sich diese jedoch in Kanada und den USA. Ja. Würdest du dort gegen deine Freunde antreten? Ja. Bottle Flip, Junge. Oh, Alter. Eimer Flip. Brauchstand Flip. Nicht schlecht. Kessel Flip. Ich sag, der geht schief. Ja, ich bin Gedankenleser. Oh, Training fürs Oktoberfest. Da brauchst du Tinte auf dem Füller in den Arm. Ja, nichts ist peinlicher, als wenn du die... Doch, eine Sache ist peinlicher, wenn man das immer wieder falsch ausspricht. Eine Maß. Weil manchmal sage ich, glaube ich, Maß. Nee, ist eine Maß. Oh, Paletto, Mann. Zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass ich dumm bin. Und aus dem Norden komme. Hör. Was ich beim Oktoberfest immer so krass finde, sind diese ganzen Alkoholleichen, die da rumchillen. Und dann manchmal schon so um 12. Und was, glaube ich, verboten ist in den Zelten, eine Maß zu exen. Oh, das Essen war wirklich sehr lecker. Ja, hat uns ebenso sehr gefallen. Ich finde es wirklich sehr schön, dass wir ein Doppeldate hatten. Ja, das fand ich auch cool. Oh, sorry. Oh, streiten die sich? Wer ist das? Meine Ex. Warum geht er denn da? Also, schon ein bisschen sus. Mal kurz ran. Warte! Ich habe gedacht, dass du sie blockiert hast. Nein, ich habe sie nicht blockiert. Wir sind ja noch gute Freunde. Das kann nicht sein. Ich mach Schluss mit dir, du Hund. Mann, Zeynep, warte doch. Hund. Ah, Beziehungsprobleme, man kennt die. Guten Tag, Sir, die Rechnung für das Doppeldate. Es war ein Trick. Pardon? 500 Euro? Ja, aber die Rechnung ist ja für 4 Personen. Ach, da bist du ja. Der Trick klappt wirklich jedes Mal. Gratis essen. Sorry, sorry, warte, am besten. Period, let's go. Aber 500 Euro für ein Essen? What? Wisst ihr, was ich so übertrieben cringe finde? Oh nein. Paletto? Menschen, die alles übertrieben cringe finden. Oh, das war aber gerade echt cringe. Ja, finde ich auch, wenn Leute gefühlt zu allem cringe sagen, Alter. Nerv mich nicht. Du versuchst so quirky zu sein? Oh mein Gott, du bist so ein Pick-me. Sag doch einfach gleich, dass du dich selber hast. Weil warum hast du so viel Motivation dabei, anderen Menschen den Spaß zu verderben, die einfach nur sie selbst sind? Wenn jemand einen Witz bringt, den du vielleicht nicht lustig findest, weil du einen anderen Humor hast, tut dir das weh? Wenn ein Mädchen nur mit Jungs befreundet ist und kein Make-up trägt, tut das jemandem weh? Nein, wie sehr muss man das Leben hassen, wenn man... Ja, warum sollte denn sowas cringe sein, Alter? ...so eine Befriedigung dabei empfindet, andere Menschen abzustempeln für etwas, was niemandem wehtut. Gönnt euch mal eine Pause vom Internet. Geht mal ein bisschen vor die Tür, hört mal die Vögel zwitschern, umarmt ein paar Bäume. Ja, ich glaube, es würde euch gut tun. Ja. Oh ja, oh ey, wirklich, Trennungen sind derbe mies. Ich habe auch richtig geheult. Ich sag's euch. Ja, das gab's bei mir gar nicht. So diese Scheiß auf die Phase, weil man, es ist ja, man sagt ja nicht, also man findet die Person ja nicht scheiße. Es sei denn, die hat einen verarscht. Also meine Trennungen waren eigentlich eher immer wirklich gesittet, ohne Drama und so. Und dann dachte man ja nicht, okay, die Person ist total kacke. Es hat einfach nicht funktioniert.
Oh yeah, das Paletto. Oh ja, das ist cringe. Was? Es ist einfach nicht viel mit ihr. Er sieht glücklich auf Instagram. Bro, sieht der Töter nicht aus wie meine Ex. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Bei einem Kollegen, kennt ihr den Song von Crow, Easy? Der ging ja mega ab, der lief ja wirklich im Radio damals, überall. Und da war allerdings eine Textpassage, wo der Name Sunny fällt. Und ein Kollege hatte sich gerade von seiner Freundin getrennt, oder sie sich von ihm, ich weiß nicht mehr, mit Sunny. Und dann mussten wir immer bei der Stelle, mussten wir immer leise machen. Junge, wie lange ist denn diese Katzengeschichte? Ja, man sollte generell Menschen gut behandeln. Für wen war die Pizza? Nee, also ich hab Pasta bestellt. Für wen die Pizza war? Müssen Sie die anderen Leute am Tisch fragen. Für wen war die Pizza? Boah, ich wäre ein richtig schlechter Kellner, wirklich. Weil Menschen sind manchmal so unfreundlich. Fakten über Videospiele. Oh nein, nicht er. Nummer 1, es gibt Studien, dass Gaming gut für die Entwicklung des Gehirns ist. Ja, das, hier. Seht ihr doch. Ist gut. Ja, aber was ist denn mit ihm falsch? Ich finde ihn komisch. Oh, wer bist du denn? Oh, guck mal. Ah, ich ärgere kurz meine Mama. Oder Papa? Warte, wer ist das Schild da hinten? Mama oder Papa? Aber lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich will jetzt hier schlafen. Nein, ich will ein bisschen spielen. Patz! Schelle! Oh, ist die süß. Oh Gott. Ah, Kätzchen. Hi, ich bin Bella, ich bin 25. Magst du mir ganz kurz deinen Arm geben? Pöllchen? Egal. Aber nicht irgendein. Nein. Den mit der Uhr am besten. Ich hab schwitzige Hände. Danke, ist nicht so schlimm. Ich wollte nur kurz meinen Snack salzen. Na, ich muss ehrlich sagen, du bist allein schon von deinem Erscheinungsbild top. Du hast voll das Sympathie-Lächeln, bin ich ehrlich. Und ich bin auch 25 geworden, deswegen ist es sehr sympathisch. Das ist ja von Revi. Oh. Deswegen würde ich sagen, du bist weiter, ja. Perfekt, danke. Ja, du bist gleich. Kann? Was? Was machst du? Oh. Die Gardinen! Oh Mama, sei ehrlich, wer soll da gucken? Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Geh nur mit dem Spann jetzt, Junge. So. Ja, ich bin da aber auch, also ich mache auch immer Gardine zu und so. Wenn du dich schlecht fühlst, weil du auf der Arbeit oder in der Schule was verkackt hast, dann kommt hier eine kleine Story, um dich aufzumuntern. Ja, das kann ich gebrauchen. Gib mir jetzt mal eine gute Story. Vielleicht kennst du ja das Hubble-Teleskop. Ja, damit kann man Sterne gucken. Was uns diese wunderschönen Bilder aus dem Weltall gebracht hat. Alter. Dieses super teure Teleskop wurde einfach kaputt ins Weltall geschickt. Hubble wurde am 24. April 1990 ins All gelauncht. Als man sich dann die ersten Bilder angeschaut hat, Warte mal, ich dachte, das Hubble-Teleskop ist so ein Ding, was wir unten auf der Erde haben. Hat man sofort gesehen, damn, die sind unscharf. Das Problem, man hatte den Hauptspiegel des Teleskops verkackt. Der war an den Rändern zu flach und hätte mehr gebogen sein müssen. Also, was macht man jetzt? Um den Konstruktionsfehler zu fixen, haben sie eine Art Brille für den Hauptspiegel des Teleskops entwickelt. Eine Servicing-Mission flog dann 1993 auf 530 Kilometer Höhe in den Erdorbit und reparierte das Hubble-Teleskop über 5 Tage lang mit Spacewalks, die pro Tag 6 Stunden andauerten. Mit Erfolg. Nur deshalb konnte man das Hubble-Teleskop überhaupt benutzen und nur deshalb haben wir all diese schönen Fotos vom Weltall bekommen. Das sieht doch unfassbar aus, oder? Wirklich, das sind alles Sterne, Planeten, ich weiß nicht was. Crazy. Also Weltraum, wenn man so hier so auf der Erde chillt, kann man sich gar nicht vorstellen, was da draußen alles so ist. Was kann passieren, wenn du in den Pool pinkelst? Weil dieser Mann vermutete, dass seine Freunde in seinen Pool pinkeln. Ich hatte manchmal, also ich hatte einen Freund, einen Kollegen, der immer Angst hatte, wenn er im Pool pinkelt, dass sich das dann färbt. Aber das macht niemand, oder? Aber ich habe immer so diese Urban Legends gehört, dass es so Leute machen, dass wenn man da reinpinkelt, dass dann sich die Farbe ändert. Holte er sich eine Flüssigkeit
Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass sich Urin im Wasser verfärbt. Er wartete und beobachtete seine Freunde, die im Pool planschten, bis er schließlich den ersten Poolpinkler offenbarte. Plötzlich verfärbte sich das Wasser um einen seiner Kumpel, der sich unauffällig im Pool erleichtern wollte. Findest du, dass alle Schwimmbecken das haben sollten? Weiß nicht. Ist ja auch mies, also gemein. Das Ding ist, und das würde ich wirklich nicht mal, wenn ich in einem Pool von einem Kollegen bin, also im Meer hat doch jeder schon mal gepinkelt. Aber wenn ich in einem Pool, gerade in so einem relativ kleinen, das ist jetzt ja nicht so ein Schwimmbecken wie im Schwimmbad, dann, Diggi, dann steig doch aus und geh Pipi machen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach, guckt euch diese kleinen Süßen an. Das sind die schlimmsten Klassen, die man in der letzten Stunde haben kann. Wenn eins in der Lieblingsfächer Sport ist, dann lass mal nochmal. Ja, auf jeden Fall. Let's go! Physik, einer der schlimmsten Klassen in der letzten Stunde zu haben. Ja. Du musst erstens sau viel schreiben, du hast keinen Bock mehr auf Experimente, plus du hast Angst. In Physik haben wir gar nicht so viele Experimente gemacht. Hast du einfach Hausaufgaben Chemie gehabt? War Deutsch viel. Deutsch ist einfach ein trockenes Fach. Ja, aber das geht sind noch wir alle durch. Ehrlich. Aber hier hast du nicht mal Angst, dass du Hausaufgaben in der letzten Stunde bekommst. Eher, dass gesagt wird, ich schreibe nächste Stunde eine Arbeit. Oh Mann, in der letzten Stunde Französisch. Ja, bei mir war es, ich hatte Freitag Doppelstunde, wirklich 7., 8. Stunde am Freitag Spanisch. Junge, ich war gefühlt nie da. Zum Glück habe ich das nicht gehabt. Baguette. Hm? Trotz allem, hier ist garantiert, dass du Hausaufgaben aufbekommst. Plus, nächste Stunde Vokabeltest. Mathe in der letzten Stunde? Oh my God. Die wollen wirklich von dir, dass du dein Gehirn nochmal in der letzten Stunde... Ja, Mathe ging da auch durch. Und anstrengst. Aber sind wir mal alle ehrlich. Ab einem gewissen Punkt ist Mathe einfach total unnötig. Geschichte, jeder ist verschwitzt, jeder stinkt. Doch, und die Frage mag ich. Ist eigentlich, warum bin ich überhaupt noch da? Doch, Geschichte mochte ich. Entweder guckst du einen Film oder Lehrer gibt irgendwie trockene Informationen. Ich kann besser zu Hause schlafen. Nee, ich fand Spanisch richtig ätzend. Physik, Chemie hätte ich auch nicht gefeiert. Diese Fitness-Influencerin trainiert an einer endlosen Kletterwand. Das ist Lex. Geil. Und sie trainiert auf einem sogenannten Kletterlaufband. Mit diesem Gerät kann man Cardio auf eine ganz andere Art trainieren. Es ist nämlich nicht nur das ist ja voll geil. Zu klettern, sondern macht auch mehr Spaß als normale Laufbänder. Unter anderem konnte Lex durch das Training an diesem Gerät ganze 50 Kilo abnehmen. Würdest du das auch mal versuchen? Ha. Ja, auf sowas hätte ich mega Bock. Das hole ich mir hier für die Bude. Ich habe die größte Werbetafel in ganz Köln gemietet. Als ob. Ich weiß, wo das ist. Nur um einen Freund zu pranken. Denn vor ein paar Tagen habe ich Simon die Augenbrauen rot gefärbt. Wieso seht ihr in diesem Video? Und um ihn so richtig zu pranken, habe ich mal eben für 2 Stunden die größte Werbewand in Köln komplett für uns gemietet. Was kostet sowas? Simon mit seinen roten... Ich bin weder schlau oder stark, noch sehe ich gut aus. Aber ich liebe meine Augenbrauen. Augenbrauen plus ein dummer Spruch. Stopp mal das Video, falls ihr es durchlesen wollt. Und so hat er reagiert. Digga, ist das dein fucking Ernst? Das Ganze hat 600 Euro gekostet. Wäre mega lieb, würdet ihr euch das ganze Video anschauen. Ja, guck mal rein. Krass, 600 Euro für 2 Stunden. Oh, schon wieder so ein Süßi. Jeder kennt doch diesen Moment in Zandvoort. Okay, oh. Den Moment kenne ich auf jeder Rennstrecke, wenn ich Formel 1 fahre. Oh, ein richtiger Jackpot. Lan, ich hoffe, da ist Bargeld. Ich weiß, meine damalige Freundin hat auch mal ein Portemonnaie gefunden und hat das Geld gesnackt. Das war nicht so cool. 80, 100, 120 Euro, das sind 25 Döner, easy. Ja, und danach kriegst du, also sie hatte danach wirklich so ein schlechtes Gewissen. Baba, du weißt nicht, was passiert ist, ich habe einen Brieftasche. Meine Sohn, lass mich, ich bin nicht gut gelaunt. Hä, wieso? Ich habe meine Geldbörse verloren. Ja, ich sag, Karma regelt. Also wenn ihr eine Geldbörse findet, gebt sie wirklich einfach ab. Oder zumindest, wenn ihr schon das Geld daraus snackt, dann wenigstens bringt die Papiere irgendwo hin. Schmeißt die in den Postkasten oder zur Polizei, whatever. Weil das ist, glaube ich, richtig ätzend. Also toi, 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 ich habe, glaube ich, noch nie meinen Ausweis und so weiter verloren. Aber das alles wieder zu beschaffen, Alter. Jackpot. Jetzt, ich habe kein Geld mehr. Wie viele Euro waren in deiner Brieftasche? Ganz genau 120 Euro. 120 Euro, das sind 25 Döner. Ja, blöd, dass du deine Brieftasche verloren hast. Egal jetzt, was wolltest du mir davor sagen? Ich wollte sagen, dass dein Essen heute gut geschmeckt hat und du gut ausschaust. So. Warte, was versteckst du hinter deinem Rücken? Hinter meinem Rücken? Ist nur meine andere Hand. Tada! Okay, tamam. Ja. Ja. Mehmet Oshi, wein, du Lügen!
Oh Mann. So Leute, nicht klauen, denn das war's für heute.